Ich werde jetzt glutenfreie und laktosefreie und palmölfreie Kekse backen mit dem Vanilleteig von Nimm dir Weizen frei. Riecht auf jeden Fall richtig gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass er nicht mehr so gut ist, weil ich den nicht im Tiefkühlfach hatte und der jetzt einige Tage im Kühlschrank war und auch einen Tag später ankam. Aber er riecht halt, wie gesagt, sehr gut. Einmal in Nahaufnahme. Und das Ergebnis, sie waren wirklich unfassbar lecker. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Sorte ihr wählen würdet. Eher die Schoki-Variante mit Himbeermarmelade oder ganz klassisch nur mit Zuckergussglasur oder süße Häschen.